We are learning German. The way our twin Felix is exerting himself here, he's certain to win the race. Guten Tag. Guten Tag. It was bound to happen, for Felix still has to explain a few expressions. Der Reifen hat ein Loch. The tire has a puncture. Was sollen wir tun? What are we to do? Was sollen wir tun? Haben Sie etwas zum Kleben? Have you got any adhesive? Haben Sie etwas zum Kleben? Wir haben Gummilösung. We have some rubber solution. Wir haben Gummilösung. Wir haben den Reifen repariert. We have mended the tire. Wir haben den Reifen repariert. On a journey, practically anything can happen. Listen, and you will understand German. Schön. Komm, steh auf. Wir sind da. Wo sind wir? Auf dem Zeltplatz. Aha. Hier ist der Zeltplatz. Oh. Schön. Also los. Vorsicht. Vorsicht. Gib mir das Zelt. Halte mir das Zelt. Gib mir das Kochgeschirr. Gib ihm das Kochgeschirr und nimm den Rucksack. Ja, gib mir das Kochgeschirr. Hier. Soll ich auspacken? Soll ich Feuer machen? Nein. Wir müssen erst das Zelt aufstellen. Gut. Gib mir das Zelt. Gib mir die Pflöcke. Gib ihm die Pflöcke. Den Hammer. Gib mir den Hammer. Wir haben den Hammer nicht eingepackt. Wir fragen die Leute doch. Die haben sicher einen Hammer. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Leihen Sie uns bitte einen Hammer? Gerne. Hol den Hammer. Sollen wir Ihnen helfen? Ja! Ja! Entschuldigen Sie, die Kinder.
Sehr praktisch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Kommt, Kinder. Die Luftmatratze hat ein Loch. Was sollen wir tun? Der Boden ist sehr hart. Wir schlafen auf Heu. Dort drüben ist eine Wiese. So. Da ist viel Heu. Mhm. Mhm. Komm. Wir holen Heu. Guten Tag. Guten Tag. Sie fischen? Ja, ich fische. Ich fische auch zu Hause. Sie sind nicht von hier? Nein, wir sind nicht von hier. Wir sind Ausländer. Wir machen eine Reise durch Deutschland. Haben Sie ein Zelt? Ja, aber unsere Matratze hat ein Loch. Ist das Ihr Rad? Ja. Haben Sie etwas zum Kleben? Ja. Halten Sie mir die Angel. Ah, ja. Sie haben etwas zum Kleben? Ja. Gummilösung. Danke. Gummilösung. Soll ich Ihnen helfen? Wo ist Ihr Zelt? Dort drüben. Viel Glück. Danke. Hier ist die Matratze. Er hat Gummilösung. Guten Tag. Soll ich Ihnen helfen? Danke. Sie angeln? Ja. Haben Sie schon einen Fisch gefangen? Nein. Haben Sie eine Karte? Eine Angelkarte? Bitte zeigen Sie mir die Angelkarte. Ich habe keine Karte. Dann muss ich sie leider aufschreiben. Oh, da, ein Fisch! Ein Fisch? Ja. Vorsicht! Langsam, langsam! Vorsicht, Vorsicht! Ja, Vorsicht! Gut! Vorsicht, Vorsicht! So. Ja. Bravo, bravo. So, die Matratze ist repariert. Wir haben sie repariert. Danke. Wiedersehen. Ich habe Feuer gemacht. Sehr gut. Wir wollen einen Fisch braten. Habt ihr einen Fisch? Ich habe drei Fische gefangen.
Drei Fische? Mhm. Bravo, das haben Sie gut gemacht. Ja, aber er hat keinen Ausweis, keine Angelkarte. Das ist verboten. Na ja, er hat mir die Angel gehalten. Sie gehört mir. Ah, die Angel gehört Ihnen. Das ist Ihre Angel. Ja, meine Angel. Und das ist meine Angelkarte. Und wem gehören jetzt die Fische? Uns. Oh, wie wohl ist mir am Abend, mir am Abend, wenn so die Glocken läuten, Glocken läuten. Let's hope no thunderstorm will spoil that blissful scene. And now let's go over some of the expressions again. Remember this? Robert notices that the air mattress is punctured, quite a fix. So Pierre asks, what are we to do? Listen to it again. Die Luftmatratze hat ein Loch. Was sollen wir tun? Now repeat the question slowly, first with Pierre and then by yourself. Was sollen wir tun? And now you'll hear the dialogue again and be able to read Pierre's question. Die Luftmatratze hat ein Loch. Was sollen wir tun? Wir schlafen auf Heu. Remember this too. The three friends hadn't brought a hammer, so they asked the father of the family to lend them one. Listen to the way Robert asks. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Leihen Sie uns bitte einen Hammer? Now repeat the question slowly, first with Robert and then by yourself. Leihen Sie uns bitte einen Hammer? And now you'll hear the dialogue again and be able to read the question. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Leihen Sie uns bitte einen Hammer? Gerne. Hol den Hammer. Thank you.